dir an! Wir wären beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. David the Marine? Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Der Irish, ey, cool, hier gibt es sogar Fliegenfische. Sie könnte jeden Moment abrufen. Dann ist das sehen. Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott. Sie läuft voller Wasser. Ich glaub's nicht. Service läuft, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Glaube ich, Sir. Wo müssen wir hin? Wie kommen wir rein? Fahrt mal um. Umkreis sie. Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Ja, hier sieht man ja überhaupt nichts mit der ganzen Asche. Ich hoffe, die Jungs, die erkennen das, ne, weil ich sehe hier relativ wenig. Da! Ein Loch im BGB! Ich habe solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Passt auf, die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang berichtigt. Die Wir sollten uns beeilen. Na komm. Bin ich mal gespannt, für was wir hier die Waffen brauchen. Ne? Aber ich bin dann doch froh, dass wir welche dabei haben. Oh Scheiße! Korvik, haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt? Wann wird sie runterrutschen? Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein und der VDR auch nicht. Ja, ist wohl besser so. Der Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang, geh voraus. Okay, wir sollen die Luke G46 finden. Er zeichnet alles auf. Schiffsroute, Transponder und Radarlochbücher. Eingehende und ausgehende Kommunikation. Alle Instruktionen, die das Zentralkommando geschickt hat, nachdem die Valkyrie getroffen wurde, sind da drauf. Oh, ich hab sie. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Klar, wer sonst, Jungs? Ja, wie kommen wir da rein? Ach, da oben. Ja, blöd. Ja, nu? Ach, hier. Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen! Schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Dann mal runter hier. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Mit seinen schönen Mütze. Irish hinterher. Ah, ne, erst ich, okay. Er ist tot. Es sind wohl ein paar tot. Ich bin mal gespannt, ob uns so ein dicker Hai auch begegnet. Ja, vielleicht sehen wir ja einen. Also jetzt müssen wir erstmal hier rum. Oben brennt's. Okay. Ist nicht gut.
bisschen ein langsamer Schwimmer. So, hier können wir raus wieder. Hat Space für Hochklettern, alles klar. Dann drücken wir mal die Leertaste. Hey Jungs. Hey, hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Also rin. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Ist schon so ein bisschen massiv, ne? Etwas. Gibt's ja auch ein Licht? Nee. Unter Wasser. Scheiße, ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Insel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Hallo hier. Hier unten. Das Wasser steigt. Hängt uns doch hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marie. Die sind bereits tot. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Mann, hör mich nicht. Hör damit. Scheiße, Iris. Bleib cool. Tut mir leid. Gehen wir. Los, los. Oh Mann, ey. Den hol ich wieder. Becker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lass uns nicht hier unten sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schiff geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Ja, dann komm. Nein. Sorry, Jungs. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. So. Hier ist unser Ding, ne? Okay. Mal die Festplatte mitnehmen. Spacko. Also los, runter von diesem Rosthaufen. So, oh, der lebt noch. Das ist ja gar nicht gut. So, immer schön ins Lichtchen schießen. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja, der ist down. So, mal die hier auch nachladen. Den hat man so. Wo ist der nächste? Na, wo ist er denn? Ey, hör doch mal auf jetzt hier. Das Ding geht doch unter. Kommt mal wieder klar. Jungs, ich bräuchte Munition, aber das habt ihr nicht, ne? Was habt ihr nicht?
mal gar nicht gehört, okay. Ciao. So, Jungs, wo sind sie? Ja, klasse, Chat. Super. Ich sehe jemanden von links. Ach was. Kommen Sie vielleicht mal wieder klar, ey. Ich glaube, ich hätte ihn nicht so vorstellen dürfen. Ne? Lebt er noch? Nee. Granate, weg hier. Mal schnell nachladen. Oh, ho, ho, was ist denn hier los? Ja, wartet mal kurz, Jungs. Ich bin hier richtig gerade am Downgehen. Ich komme hier runter. Cool. Was ist denn der Hund? Ist irgendwo da drüben? Ne? Ich gehe mal hier einen Weg. Ja, da ist er doch. Erstmal, ob hier vorne noch was ist. Aha, ein Schiff. Das sind eigentlich meine Jungs. Haben wohl keinen Bock mehr gehabt, da hier ins Schiff reinzugehen. Kann ich aber auch verstehen, ne? Und hier kommen wir nicht weiter. Ich kann nochmal da hinten hoch. Ist hier was? Ist hier was los? Nee. Hier. Yeah. Kollege? So, sind hier noch ein paar Jungs?